Ja, und für die Leute, die an Herrentag arbeiten müssen, beziehungsweise nächsten Tag, für die gibt es natürlich immer noch Joyboy. Ja. Alkoholfrei mit Vitamin C, B12 und B9. Genau, feinstes Proteinbier. Seit neuestem auch in der Büchse. Gerade zu Herrentag, wenn man jetzt unterwegs ist, ist das natürlich platzsparender in der Büchse, als wenn man jetzt die Pullen mitschleppt und so. Welche, die sowas wie einen Radler haben möchten, von Joyboy 15 Gramm Proteinbier, davon 7 Gramm BCAAs. Schmeckt ganz gut. Also wir können das hier empfehlen. Das war, glaube ich, das Geilste. Ja, bin ich der Meinung auch. Ich glaube, das, dann kam das und dann kam das. Genau, das war nicht so Ja, cool. genau. Ansonsten Mehrweg 25 Cent. Ja, kann man dann wieder abgeben, also bitte nicht wegschmeißen, auch wegen der Umwelt zuliebe. Genau. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel das Clausthaler Radler alkoholfrei. Das ist ganz gut. Komm mal rein durch. Ja, oder das Gässer Naturtrüb. Gestern, ja. Das finde ich auch richtig lecker. Also könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr wollt. Gibt also auch diesen geilen Verschluss, den man wieder zumachen kann. Ansonsten kann ich auch empfehlen, alkoholfrei generell pur. Das Wernesgrüner. Oh. Die Firma Becks macht es ja immer lustig und nennt das alkoholfreie Bier Fun. Spaß habe ich daran nicht, aber gut. Das ist natürlich für alkoholische Biere, ja, sieht da ja. Asseröder, Radeberger, Krombacher, Warsteiner, Flens. Nee, so viele. Flens denn nur, aber irgendwie Verschluss. Na gut, Rostocker kann ich nicht wirklich empfehlen. Außer Boah. vom Fass, Rostocker da ist das schmeckt nicht 9 mal ein Euro. Radler. Nicht mal annähernd. War nicht so schlimm wie Oettinger. So. Marika hat ja noch nie ausgetrunken. Nee. Jetzt das geilste Geschenk zum Ne? Herrentag oder überhaupt für Männer. Ach, hau raus. Was ist das, Alter? Die Faust, Junge. Genau. Bis demnächst.